Level 5, ne? Ja, gut. Die hat dann schon auch Bums dahinter. Die Ambrus an sich hat ja schon extrem gut Bums. Oh, das ist auch nur eine Eisen, ne? Ich hätte gerne die Compound, ey. Hallo und willkommen zurück bei 7 Tage, 7 Köpfe. Ich lass mich noch leiser machen. Ja, wir gehen jetzt heute noch Aleas Quest erledigen und dann... Ich bin immer noch nicht fertig. Werden wir auch die Aufnahmesession so langsam aber sicher mal beenden. Wir müssen morgen was früher raus und ja, ich denke, die 6 Folgen, die wir brauchen, haben wir auch im Kasten. So, ich bin schon mal draußen. Aber ich müsste deine Quest dann ja auch. Hast du die schon geshared? Ich glaube nicht. Nee, hast du auch nicht. Ich habe auch noch eine Quest anlaufen. Stufe 1 säubern. Ja, share die auch mal. Also ich finde die Grafik ja echt schön, aber was mich ein bisschen stört, dass es immer so spät aufpoppt. Ich muss da definitiv mal in den Grafikeinstellungen gehen. Was poppt spät auf? Gebäude. Landschaft. Nicht alles, aber manche Sachen. Hast du dir gerade eine Brücke gebaut? Ja. Okay. Wieso? Ich wollte es nur erwähnen. Dann machen wir erst säubern. Ah ja, warte kurz. So. Aha, und abholen. Gucken. Irgendwer schlachtet hier gerade ein Hühnchen. Ja, machen wir erst abholen, weil die habe ich jetzt aktiviert. Ich habe beide aktiviert. Ja, die eine ist aber grau und die andere ist gelb. Oh, ist aber ein ganz schöner Wald hier, ne? Ja gut, das kann sich ja wechseln. Oh, gegen einen Baum gefahren, glaube ich. Man kann es nicht wirklich gut erkennen, ob hier Bäume sind, ja oder nein, weil man sieht vor lauter Bäumen eigentlich nichts anderes mehr. Man muss eigentlich nur gerade durchfahren. Ja. Und dann fährt man gegen den Zaun. Na super. Ja, man muss einfach nur gerade durchfahren, sagtest du doch. Ich glaube, mit dem Wald haben wir es etwas übertrieben. Etwas? Ja, nur etwas. Etwas viel. Also am schlimmsten das später aufpoppen ist eigentlich die Gebäude. Bäume gar nicht mal so. Gut, das kommt auf deine Sichtweise an, ne? Ja, ja, deswegen sage ich ja, ich muss mal in den Einstellungen. Oh, Burger und Fritten. Burger und Fritten Diner. Was machst du? Ja, wir kamen auf einmal dasselbe Situation wie bei dir, auf einmal mittendrin einen Zaun. Ja,
Nee, bei mir war nicht mittendrin ein Zaun. Bei mir war hinter den Bäumen ein Zaun. Ja, bei mir auch. Mitten im Weg meinte ich dann halt. Im Verbrannten eine Farbe, das macht nicht besonders viel Sinn. Ja, macht gar keinen Sinn, aber egal. Häschen ist gegen den Zaun gelaufen. Oh, armes Häschen. Ich meine, Zombies selber machen ja auch nicht unbedingt Sinn. Nicht? Nee. Oh, Donut Diner. Könntest du mal auf mich warten? Ja, kann ich jetzt, wenn ich den Berg hoch bin. Oh, hallo Hähnchen. Oh, Schlucht. Ah, jetzt bin ich auch bei Donut Diner. Ah, ich bin in dem Berg dahinter. Und fahr ganz langsam hoch. Ja, ich hab dich gesehen. Ich bin oben angekommen. Ich hab gesehen, wie du hochgefahren bist. Ja, war langsam, ne? Hab ich ja nicht gelogen, oder? Ah, hier ist die Abholquest. Wait. Meine Quest. Ich wach doch. Ich loote nur schon mal. Warte, ich nehme das gerade noch zu Ende auseinander. Okay. Fertig? Ja. Da drin? Tja. Keine Ahnung. Wir gucken erstmal dahinter. Nein, ist eindeutig da drin. Ah ja, klar. Komm, wir gucken mal, was uns da erwartet. Einverstanden. Wir versuchen sie auf jeden Fall gerade durch die Tür zu prügeln. Sind nur drei. Guck mal, die eine kommt drauf. Oh ja, die steht auf mich. Oh, eine Krankenschwester. Tut mir leid, Stefan. Hast du wenigstens mit dem Baseballschläger begrüßt? Nee, nur mit dem Pfeil. Das mochte sie bestimmt nicht so gerne. Nee, das ist echt vor lauter Kummer gestorben. Wie kannst du nur? Tut mir leid. Na super, der Zombie liegt im Weg. Ich kann nicht mehr dran bauen. Da kommt noch ein Zombie hier draußen.
das Treffverhalten ist ganz merkwürdig, finde ich. Geil. Ah, sie hat es aber fast geschafft. Plan für Militärrüstung. Oh, ich habe nichts zu essen eingepackt. Hast du was zu essen? Ich glaube auch nicht. Nur ein Brot. Oh, guck mal, da vorne ist sie. Oh, und sie ist glücklich, dass sie endlich frei ist, glaube ich. Guck mal, sie ist nur ein bisschen müde. Sie sprang lebendig. War, meinst du, ja. Kommst du? Ja, warte, ich bin hier draußen noch am Looten. Ja, kannst du auch immer noch. Ja, ich komm. Oh, Essensvorrat. Mal los. Ja, dann hau rein. Weil ich hatte unter 50, deswegen. Ich hatte, glaube ich, nur noch 30. Ah, ich habe die Kuriertasche gefunden. Ja, ich loot zu Ende. Ja, ja, hier ist ja auch noch mehr. Wo ist die? Also bei mir ist sie weiter noch da. Oh, die lebt ja noch. Hauptsache tot. Ey, wo kommst du denn jetzt her? Draußen vom Walde. Da kommt er her. Ich muss euch sagen, er fällt sehr schnell. Naja, ist ja nicht mehr so lange, da kannst du wieder sagen. Eigentlich schon, ne? Ah, da ist sie. Wir haben unterdessen wieder einen ganz guten Eisenvorrat. Soll ich da schon mal geschmiedetes oder also Eisen oder Stahl ansetzen oder hat da jemand ein besseres Rezept oder besser gelevelt? Nö, noch nicht. Was brauchen wir denn am ehesten? Geschmiedetes Eisen, denke ich mal, ne? Erstmal Eisen. Dann würde ich da mal ein bisschen was ansetzen. Aber ich habe einen violetten Cowboy-Hut gefunden. Meins? Ich glaube, ein Keller hat das Haus hier nicht, ne? Das nicht. Draußen noch die Dinger. Kann ich dir mal wieder nicht beihelfen. Wieso hast du keine Spitzhacke? Doch schon, aber da kriegst du nicht so viel mit raus, oder? Doch, doch, geht schon.
So, hier ist der Hut. Auf dem Dach noch irgendwas? Ein Stuhl. Der Kojote, was ist? Ach, so ein blöder Kadaver. Hast du ihn? Ja. Ja. Wo bist du? Auf dem Dach. Ah. Da gab es eine Möglichkeit, darauf zu klettern. Ich denke, da ist irgendwas, aber da steht nur ein Stuhl mit einem Tisch und einer Lampe. So, dann lass uns mal deine Mission abliefern. Warte kurz. Lass uns erstmal hier den Berg hochgehen. Wieso? Nicht außen rum fahren. Du hast auch gar keine Power in den Beinen, kann das sein? Wieso? Ich habe eine Frau. Juhu! Was ist das denn für ein Gebäude? Na super. Was ist? Ich bin gegen Metall gefahren. Und das Metall ist jetzt kaputt? Nein, leider nicht. Mein Fahrrad aber auch nicht. Dann hat es ja gar nichts gebracht. Nee. Dann hättest du es ja auch sein lassen können. Ja, echt jetzt, ne? Bin auch ein bisschen beleidigt. Bringt doch daran überhaupt gar nichts. Nee, hat auch gar nichts gebracht. Na super. Ein Stein. Was ist das denn hier? Eine Hügellandschaft. Ah, hier ist ein Händler. Ah, und da ist ein... Achso, hier, Stefan. Ein Dings, ein Erdrock. Der großen Händler. Bin ich gerade dran vorbeigefahren. Hier? Das ist ein Händler. Das da oben ist ein Händler, ja. Das ist ein Händler hier. So, hab ich gespeichert. Mhm. Gut. Wollen wir noch den anderen Airdrop holen? Der ist ja auch hier in der Nähe, ne? Ja. Eine Bücherei. Mhm. Aber schönes Gebäude. Mhm, habe ich auch gerade gedacht. Mosaikmäßig.
Ich fahre wieder extrem langsam. Mal was essen und trinken. Dein Fahrrad rollt hier den Berg runter. Ja, lass es doch. Ja, schon wieder so ein steiler Berg. Ja, komm. Ich fahr außen rum. Ja, du kannst einen Schräg hochfahren. Das geht auch. Nee. Hey. So überleg. Na, ich bin drüber. Ich auch. Ach, da ist noch einer beim Händler. Mathis? Hey? Bist du beim Händler? Nein. Good job. Got the best prices. Dann hat irgendwer sein Fahrrad liegen lassen. The name's Jenny, but you can call me Dr. Hey, ja, doch, natürlich ist er beim Händler. Also entweder Rohrbomben oder ein Bauplan-Jagdmesser. Was meint ihr, Jungs? Den Bauplan wirst du nicht brauchen, davon haben wir genug in der Kiste liegen. Okay. Machen wir meine Mission. Gucken, wo ist die? 1,3 Kilometer. Vorher machen wir dann Stopp beim, also zu Hause. Echt? Wieso? Ich habe kein Essen mehr. Und das liegt auf dem Weg. Okay. Weil ich habe nur noch 36%. Ich hab 77. Warum nimmst du immer den schwersten Weg? Irgendwie stecke ich fest. Dann fahr rückwärts. Es ging gar nichts mehr. Los, Alea! Du schaffst es! Los! Du schaffst es! Machst du mit dich über mich lustig? Nein. Sicher? Nein. Kann man darüber springen? Ja, kann man. Ein bisschen Anlauf. Ich bin fast reingeflogen. Der Fliegen geht doch noch. Eben. Könnte doch schlimmer sein. Kein Gefallen dann eben. Warum klettert er jetzt nicht? Oh. Jemandem einen Gefallen zu tun, ist ja auch nicht verkehrt. Oh. Das finde ich auch. Das finde ich auch. Ha, ha, ha. Die Kiste ist voll. Oh, Lila! Die Farben sollten woanders rein.
Ja, es kommen ja jetzt ein paar Kisten dazu. Eben. Dann kriegen wir das mit der Sortierung auch ein bisschen besser geordnet. Wir haben schon fast 30.000 Einheiten Öl, Sprit. Der in dem Cowboy-Hut kann ich nichts reintun. Cowboy-Hut-Mod. So, sollen wir dann weiter? Warte. Wird jetzt Nacht. Wir sollten gucken, dass wir da hinkommen. Ja, dann würde ich mal eher bis zum nächsten Morgen warten, weil es ist immer noch 1 Kilometer entfernt. Komm endlich. Ich war schon mal vor. Wohin fährst du? Ja, da wo die Mission ist. Nö, das ist die falsche. Nee, das ist die richtige. Da habe ich die falsche anvisiert. Ah ja, ich habe auch säubere das Gebiet. Die ist 800 Meter entfernt. Wie viel ist deine entfernt? Die war auch 800 Meter entfernt. Jetzt sind es noch 500. Na, ich merke schon, es wird zu spät. Vergiss es, fahren wir zurück. Hey, wieso? Ja, es ist ja schon 9. Ja, die Folge ist auch schon. Ist auch schon zu lang. Bei Säubern ist halt, dass wir die dann töten müssen und nachts dann Zombies zu töten ist. Naja.
schwerer. Besonders weil das ja dann nicht irgendwie 5 oder so sind, sondern eher 10. Ich komme ja schon zurück. Gut. Da draußen. Dann danke ich euch alle fürs Zusehen. Und ja, wünsche euch eine schöne Nacht. Schaut morgen wieder rein für die nächste Folge aus der nächsten Aufnahmesession. Bis dann. Tschüss. Ciao. Mit V.